Ja, herzlich willkommen bei Jofried TV und dem Spiel Sunken Land. So, hi, hallo, Sunken Land da. Es ist ein völlig neues Update da. Ich selber habe das Spiel noch nicht gespielt, außer ganz kurz mal angetestet heute früh, um die Bildeinstellungen und die Tastaturen irgendwie richtig auf die Maus zu bringen. So, willkommen in der unerforschten Welt von Sunken Land im Early Access. Derzeit befindet sich das Spiel in aktiver Entwicklung, was bedeutet, dass Sie möglicherweise auf Bugs, unvollständige Funktionen, Fehler und einen Mangel an Inhalt stoßen können. Aber wir werden die Updates weiterhin bereitstellen. Einige Funktionen oder Inhalte können auch im Rahmen des Entwicklungsprozesses geändert oder entfernt werden. Gut. So, was ist in der aktuellen Version enthalten? Plündern, Beute machen, Gegenstände herstellen, Basen bauen, Basis verteidigen, Feinde überfallen, Nah- und Fernkampf, Einzelspieler Online-Koop, Freunde auf Steam einladen, Boote, Hubschrauber steuern, grundlegende Charakteranpassungen erleben, einfachen Handel betreiben. Gut, das werden wir testen. Hallo, Sunken Land, so sieht es aus. Eine Welt, ich will hoffen, nicht so wie in der Zukunft, denn wem gefällt's, ne? Ja, so, und nun weiter. Muss mal eben kurz noch ein, zwei Einstellungen hier machen. Hab mich vergessen, in den richtigen On-Air-Live-Raum reinzuschieben auf meinem Discord. Da könnt ihr euch auch gerne anmelden. Die Adresse seht ihr hier. Das Spiel werde ich jetzt regelmäßig spielen. Das kann man dann sehen auf dem Streamplan bei mir. Des Weiteren, ja, des Weiteren, so mal gucken. So, hab das mal angeheftet. So, dann geht's weiter. Ich weiß, ich bin ein bisschen früher als geplant. Normalerweise erst um 15 Uhr, aber das macht nichts. Es wird hier aufgezeichnet und diese Aufzeichnung werde ich auch archivieren, sodass das Fehlende, wer es benötigt, es sich einfach mal anschauen kann. So, das war ein Schnell- und Blitzstart, hatte da einfach Lust drauf. So, hier sind wir auf Einstellungen des Spiels. Gameplay, Tastenbelegung, Grafik, Audio und so weiter. Die Grafik habe ich natürlich so eingestellt. Ich spiele so, wie ich streame. Ja, diesen Bildschirm, ich könnte mehr, das reicht. So, Gameplay habe ich so alles auf Standard. Nee, stimmt nicht. Was ich gemacht hatte, war, glaube ich, die Mausempfindlichkeit erhöht. Werden wir noch mal sehen, auch hier beim Zielen, ob man die erhöhen muss. Aber ich glaube, die war auf niedriger. Die hatte ich auf 10,07, also auf 10,0 gestellt, damit man sich schneller nach links und rechts drehen kann. So, bei Tastenbelegung, die habe ich so gelassen, habe mir aber ein, zwei Sachen auf die Maus gelegt. Audios steht derzeit so. Ja, lassen wir so. Falls die Wellen lauter schlagen müssen, einfach sagen. So, Spiel starten. Wir fangen an. Das ist unser Charakter. Derzeit kann man das Aussehen nicht ändern, außer zum Beispiel eine Frau könnte man wählen, glaube ich, war das, ne? Ich guck mal. Neuer Charakter, genau, männlich, weiblich. Ah, doch, hier kann man die Hautfarbe. Doch, 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 doch. Was erzähle ich denn da? Also, man kann hier allerhand einstellen. Männlich, weiblich, wunderbar. Ja, das reicht. Ja, so ein Robinson Crusoe. Naja, am besten mit Iro. Gibt es aber nicht. Noch nicht. Haarfarbe ist egal. Wüsste nur mal gerne, wo man die lila Haare herkriegt. Vielleicht nach dem Atomunfall. Oder jemand hat tatsächlich Haarfärbmittel auf einer Insel gefunden. So, Namen, zack, braucht man nicht einstellen. Also, wir spielen jetzt tatsächlich eine Art Multiplayer oder Kooperationsmodus. Server hosten. Mal gucken, wie das geht. Habe ich noch nicht gemacht. Für die Öffentlichkeit sichtbar.
Ja, Passwort wäre natürlich optimal, wenn man jetzt nur Punkte sieht. Namen schreibt man nicht rein, wa? Server Signatur. Ist das da? Europa. Ja, Europa. So. Ach so, das ist die Serverregion. Ah ja. Ja, das passt ja dann. Amsterdam ist nicht weit weg. Kommen wir hier aus dem Ruhrpott. So, maximale Spielekapazität 3. Serverpasswort. Ja, perfekt, Leute. Perfekt ist das. Ganz kurz, also ich spiele weiter, ich bin da. Keine Sorge, wunderbar. So, jetzt tippe ich mal eben kurz das Passwort ein. So. Und neue Welt. Ändern, löschen, abbrechen. Neue Welt. Und da gucken wir noch mal rein. So. Neue Welt. Da kommt dann folgendes: Gegnerschwierigkeit mache ich jetzt normal. Schwierigkeit der Feindlager Mitte. Ich spiele im Prinzip zum ersten Mal. Überleben ein Beschuss, das heißt wohl, wenn wir jetzt in Kooperation spielen, dann können wir uns gegenseitig beschießen oder auch ein PvP machen, können ja auch gegeneinander spielen, Forschung teilen, Karte teilen, Flagge teilen. Zufälliger Spawnpunkt wäre interessant, aber ich schätze, dass die Entwickler das so machen. Da, wo man jetzt spawnt, ist halt für einen Anfänger, der zum ersten Mal spielt, vermute ich am besten, einfachsten. Naja, gut. So, Wiedereinstiegszeiten, Respawn-Intervall in Tagen, Beute. Das kann man also somit alles erheblich erschweren, dass so gut man auf der Insel nichts mehr findet. So kann man seinen Server einstellen. So, Jofrids Welt, Weltbeschreibung. Super. 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 Und fertig. Jetzt weiß ich nicht, ob ihr da kurz das Passwort gesehen habt, aber ist mir auch egal. Viel Spaß. So, wir starten. So, das ist Sunken Land, also versunkenes Land. Ich hoffe, dass der Klimawandel uns sowas nicht so schnell bereitet. Auch wenn wir jetzt gerade sagen, oh, ist das schön, oh, ist das klasse. Wir werden sehen. So, wir schwimmen erstmal da hinten zur Insel. Insel der Schiffbrüchigen. Da nehmen wir erstmal ein bisschen Schrott oder so. Genau, das kann man einfach so abbauen. So, also normal ist ja eigentlich leicht, ne? Wir werden irgendwann nochmal ein neues Spiel starten müssen. Den kriegen wir so nicht mit dem Hammer. Das hatte ich schon mal versucht. Ne? Zack, das geht nicht. So, wir laufen mal hier rum, gucken uns an, was es so auf der Insel gibt. Oder wir schauen ins Menü. Inventar. Es gibt also einmal diesen Modus hier, wo man Sachen herstellen kann. Holzspeer, Steinwerk, grobe Axt. Das haben wir schon im Inventar drin. So, dann gibt es hier Beutel, kann man herstellen. Meereseimer, Schwimmflossen, Fackel, Spitzhacke. Müssen wir nur Materialien sammeln. Jacke, Rüstung, damit wir nicht so schnell sterben und frieren. Seilstoff, Leder, keine Ahnung, einfache Herstellung. So, hier ist großes Baumenü. Da kann man einmal die Hausteile nehmen. Na, hier baut man über Schrott, Verstärkungshärtungsgrad um die 8000, die metallischen Sachen. Und das wären hier die Holzsachen.
Die haben nur einen Verteidigungswert von, ich glaube, das sind 3333. So, dann können wir uns einen Grill aufbauen und einen Wasserreiniger herstellen. Ein Forschungstisch, interessant, müssen wir auch machen. Ein Bett, Schlafe, um die Nacht zu überspringen und Ausdauer. Also äußerst interessant, da kann man wirklich sehr viel hier machen. Und wir werden schauen, wie wir damit klarkommen. Verteidigungswände, Holztor, okay. Schiffsbau gibt es wohl nicht zurzeit. Fackeln, Feuerschale, dass man Licht hat. So Missionen, gute Nachrichten, ich lebe noch. Die schlechte Nachricht ist, dass ich alles verloren habe, außer einer Steinaxt. In dieser gefährlichen Grenzregion auf der See zu überleben, ist keine leichte Aufgabe. Ich brauche Nahrung und Wasser, ein warmes Bett und eine stabile Basis. Und natürlich darf ich nicht vergessen, Waffen zur Selbstverteidigung herzustellen. In diesem gottverlassenen Ort könnte alles, was sich bewegt, potenziell mein Leben nehmen. Ich sollte damit beginnen, die vielen nachgelegenen Unterwasserruinen zu erkunden. Um grundlegende Baumaterialien zu sammeln. Wenn ich Glück habe, finde ich vielleicht sogar technologische Baupläne. Ich muss mich bewaffnen, bevor diese rücksichtslosen Piraten in der Gegend mich wieder entdecken. Was? Piraten? Müssen wir mal gucken. So, stelle das her, stelle dies her. Da steht aber nicht, dass ich das so, ne? Gut. Radiosenderinsel. Die Radiosenderinsel ist in der Nähe. Ich habe gehört, dass Plünderer die Insel beherrschen und eine wichtige Ressource kontrollieren, wie zum Beispiel wertvollen Gummi. Ich sollte die Initiative ergreifen, um mich mit ihnen auseinanderzusetzen und jegliche zukünftigen Bedrohungen zu beseitigen. Wenn möglich, könnte ich sogar in Erwägung ziehen, eine sekundäre Basis auf der Insel zu errichten. Natürlich ist es unwahrscheinlich, dass diese Leute eine undisziplinierte Gruppe sind. Sie könnten Waffen haben. Ich brauche eine Rüstung und Langstreckenwaffen sowie zusätzliche Verbände und Heilkräuter für Verletzung. Also erobern, aber nicht zu schnell. Gut, was gibt es noch? Das sehen wir hier. Das Spiel befindet sich noch im Early Access und da kommen auch noch in Zukunft Dinge hinzu. Also, so hier Baupläne. Was haben wir denn für Baupläne? Keinen. Außer hier, da ist was. Wir könnten eine tragbare, repariert sofort die Haltbarkeit der Ganzkörperpanzerung. Hervorragend. Da meinen die wohl nicht meine Haut, wa? So, Karte. Wir sehen, dass ich hier in dem Menü schon Nahrungsmittel verliere und Flüssigkeitsgehalt meines Körpers. So, das ist die Karte. Die ist doch relativ groß, finde ich. Ne? So, hier sind die Fraktionen, die Mutanten, berüchtigte Banditen, die sich in einem überfluteten Kernkraftwerk niedergelassen haben. An die radioaktive Umgebung angepasst, hinterlassen sie Zerstörung, wohin auch immer sie von ihrem Herrschaftsgebiet ausschwärmen. Dann gibt es die Plünderer, die Sklavenhändler, der Erlöserclan, die Jägervereinigung, der Kriegstreiberstamm. So, da sehen wir, wie viele Inseln die haben oder die Nummer der Inseln. Keine Ahnung, ich gucke da mal auf die Karte, es gibt keine Nummer der Inseln. So, das war die Schnelleinführung. Dann gehen wir mal gucken, was wir hier zu essen kriegen. Hüpf und hüpf. Ah! Erdbeeren. Sehr schön. Holz. Auch gut. So, wir sammeln jetzt erstmal. Dich kriege ich nicht. Noch mehr Holz. Holz. Können wir mal gucken, auch einen Baum zu fällen. Der sieht doch recht prächtig aus. Bums war klar. Kannst du auch kippen? Noch nicht. Wir brauchen ein paar Schläge. Fall am besten auf die Krabbe, dann habe ich was zu essen, hoffe ich. So, Holzplanken. Hervorragend. Mehr Holz. Wie gesagt, ich habe heute früh schon so ein kleines bisschen geguckt
Und Holz und Essen und Wasser ist wichtig. Und mehr weiß ich auch nicht. Ich habe ein Podest gebaut, damit man da einen Grill draufsetzt. Und da hört schon meine Weisheit auf. Und gestorben bin ich nicht. Will ich auch hier nicht. Also das Spiel hat gerade so einen neuen Patch hinter sich. Das ist also eine Beta-Version. Die hat halt jeder jetzt gerade zur Verfügung. Die kann er sich runterladen, wenn er jetzt das Spiel schon besitzt. Ich habe es also über Steam. Und die alten Spielstände, die es vorher mal gab, die gibt es nicht mehr. Das heißt, man muss also neu anfangen oder den Beta rausnehmen. Und der soll in ungefähr 3 oder 4 Wochen dann offiziell, dann als offizielle Version aufgeschaltet werden. Darum spiele ich auch jetzt die Beta, damit ich nicht dann wieder komplett neu anfangen muss, ne? So, noch ein Pilz. Schön. Was haben wir denn hier? Eine Kiste. Und ein Bauplan. Forschung. Bauplan für einen Bogen. Sehr gut. Kiste durchsuchen. Einfach Taste F drücken. Finde ich gut, einfach gemacht. Mit den Hilfsanweisungen. Wir haben eine Gummiente. Wir haben eine Fackel. Schön. Die nehmen wir mal. Wir nehmen so und so alles. Alles. Alles mal's. So, wir werden mal die Kräutermedizin haben wir hier. Eine Ente zur Ausstattung. Ein Verband. Können wir auch mal hier drauf auf Acht legen. Angelköder, Metallschrott, Holzplanken haben wir viele. Ich sehe jetzt keine Begrenzung vom Inventar. Ich hatte aber heute früh schon mal diese Meldung. So, die können wir jetzt essen. Einfach einen Rechtsklick. So, zack. Da sehen wir, da haben wir Nahrung dazu gekriegt. So, jetzt gucken wir mal, was wir bauen können. Wir können keinen Bogen bauen, weil wir kein Seil haben. Wir haben auch, glaube ich, nicht genug Stoff dafür. Also wir haben tatsächlich einen Bauplan dazu bekommen. Da haben wir ihn. Der beinhaltet Bogen und Pfeil. Okay. Eliminiere die Feinde. Ja, klar. Machen wir. Kein Problem. So. Die stehende Fackel beleuchtet einen kleinen Bereich. Hängende Laterne. Ah, hier können wir auch Lagerfeuer machen. Wunderbar. Ein Grill. Forschungstisch. Bett. Ne, schlafe, um die Nacht zu überspringen und Ausdauer wiederherzustellen. Achte darauf, dass dein Schlafrhythmus nicht genau, nicht was. Kann man das auseinanderziehen? Nein. So, wir können hier Holzbarrieren bauen, hat man schon mal gesehen. Metallrüstungsplatten. So, das sind die Werkzeuge. Reparatur. Hammer, Spitzhacke, Fackel, Schwimmflossen, Meereseimer, Beute, Jacke, hat man schon mal geschaut. Hier, Holzspeer, genau, den stellen wir jetzt mal her. Dann haben wir jetzt einen Holzspeer. So. Jetzt gucken wir mal. Wir müssen ja was für unsere Nahrung tun. Die lüppen ja so Krebs rum. Da haben wir einen. Linke Maustaste, zack, da haben wir den Krebs. Haben wir ihm sein herumkrebsendes Leiden beseitigt. Oh, noch mehr Erdbeeren. Nehmen wir.
So, da haben wir schon mal was zu essen. Ich denke aber mal, es war ja der Tipp da, wir sollen tauchen gehen. Das machen wir jetzt auch. Und wir gucken mal, in welche Richtung. Hier, na, zack. Da hinten war so ein Strommast. Da ist ein Auto. Da können wir vielleicht wieder was einsammeln. Genau, durchsuchen. So, wenn ich jetzt nicht auftauche, dann wird gleich Folgendes passieren. Dann werde ich von meiner Gesundheit einbüßen. Also hinten sind Haifische, da gehe ich jetzt nicht hin. Es sind auch drei, ich habe keine Rüstung, das mache ich nicht. Nein. Wir tauchen wieder auf. Also ich denke mal, wichtig ist, dass wir uns ein bisschen Basis bauen, zumindest ein Podest, damit man da Sachen draufstellen kann. Schaffen wir uns noch bis zum Auto. Ich hoffe, dass die Haifische nicht näher kommen. Suchen weiter. Ist das was? Ja. So, ich habe das extra eben hier auf Multiplayer gestellt, das Spiel. Wenn jemand später mal mit hinzukommt, und ich sag mal, sich auf meinem Discord angemeldet hat, dass man mal ganz kurz eben da gesprochen hat, dann kann man dann auch mal in Kooperation zusammenspielen. Was ist das denn? Eine Waschmaschine? Durchsuchen, da ist was drin, da haben wir Stoff gefunden. Sehr gut. Da braucht man einen Hackebeil. Oder was? Um das auseinanderzunehmen hier unten. Das haben wir aber nicht, ne? Oder geht das einfacher? Nee, geht irgendwie nicht. Okay, wir wollen ganz schnell wieder raus. Es wird dunkel. Ich versuche so viel bei Tageslicht zu machen, wie geht. Nix, da ist aber noch ein Haus, das durchsuchen wir auch noch. Und da unten ist auch noch so ein Klumpen. Schön wäre natürlich, wir würden irgendwann mal so eine Tauchflasche haben oder uns so Flossen herstellen. Muss irgendwie noch mal Luft holen, schätze ich, bevor ich da reingehe. Da sehen wir schon so ein Problem. Irgendwie wird es kalt. Ne?
Ich gehe mal ganz schnell hier raus. Da steht bald in der Nähe eines Feuers. Toll, wir haben kein Feuer. Wo ist meine Insel? Da. Ich denke mal, wir verlieren gleich rote Lebensenergie. So, wir machen einfach die Fackel an. Und schon sollte uns ein bisschen wärmer werden, oder? Nein. Dann gehen wir mal hier in die Höhle. Ob uns das ein bisschen hilft. Bin mir nicht so sicher. Wir verlieren ein bisschen rote Energie. Wir könnten jetzt ein Lagerfeuer hier machen. Ne? Ich gucke mal. Baupläne. Nein, Inventar. War das hier? Lagerfeuer? Nein. Irgendwo war Lagerfeuer. Ist ja blöd, wenn man das erst findet, wenn alles vorbei ist. Das Leben und so. Aber ich glaube, wir haben uns schon wieder so einigermaßen erholt. Aber trotzdem wäre es schön, ein Lagerfeuer zu haben. Vorhin hatte ich es gesehen. Das muss doch hier bei den einfachen Sachen sein. Ne. Schade, dass man das jetzt nicht so schnell findet. Ich hatte es gesehen heute, vorhin. Kann sich noch jemand dran erinnern? Oder muss man da die Axt in den Finger in der Hand nehmen? Reifen, Barrikade, Stacheldrahtenholz, Metalltor. Vielleicht ist das ja hier rüber gewandert. Scheidener Stuhl. Forschungstisch. Hat man alles schon durchgeklickt. Alles durchgeklickt. Ich finde gerade das Feuer nicht. Naja, wir müssen auf jeden Fall weiter irgendwas bauen. Ich denke mal, wir bauen mal hier so ein Metallpodest. Irgendwo hier auf. Der Anfang unserer ersten Überlebensstrategie oder Bau. Ist kein Metall mehr. So, dann gucke ich mal, dass wir so schnell wie möglich ein Feuer machen. Wir können ja erstmal ein paar Erdbeeren essen. Weil wir haben ja Hunger, sehen wir ja da unten. So, dann haben wir das schon mal ein bisschen überbrückt. Ein Holz. Ein Ofen genau bei bauen. Einfacher Grill. Da fehlt uns jetzt natürlich Metallschrott. Ja.
Aber es wird ja gleich wieder hell. Dann wird es nicht mehr so kalt sein, schätze ich. So, hier in der Hütte waren wir. Da müssen wir noch gucken. Hallihallo! Hallo, ihr lieben Freunde von Chillix TV. Vielen Dank für deinen Follower, Chillix TV. Und hallo, Community. Ein ganz neues Spiel, Sunken Land, hat heute oder gestern Abend den neuesten Patch bekommen. Sind wir gerade dabei? Ich muss gucken, zu überleben. Ist mich gerade groß. Ah, ich habe keine Sauerstoff mehr. Ich sterbe gleich. Ich sehe nichts mehr. Hilfe, 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 Hilfe. Mist, ich habe Mist gebaut. Ja, es ist vorbei. This is the end. Und vorbei. Leute, ich kann nichts mehr machen. Ah, Gott. Ich warte, bis ich tot bin. Mal gucken, was passiert. Zufällige Wiederbelebung. Ja, super. Hoch, komm, hoch, hoch. Kann nichts machen. Ja. Ja, wo lebt er denn? Ah, so, muss man draufdrücken. Alles klar. Zufällige Wiederbelebung. Das ist aber nett. Vielen Dank, liebe Leute. Neues Gebiet entdeckt. Super. Da ist Jofried gestorben. Da, beim Totenkopf. Habe ich denn noch Inventar? Alles weg. Alles weg. Vielleicht können wir das ja wieder einsammeln. Vielleicht kriegen wir das wieder. Also immer auf euer Sauerstoffgehalt achten. Aber wo sind die Sachen? Ich sag nur, es ist wirklich alles weg. Da ist es. Alles nehmen. Glück gehabt, Schwein gehabt, Gott sei Dank. Das finde ich aber gut. Für so einen Anfänger nicht schlecht, ne? Dass man die Sachen wenigstens dann wieder kriegt. Und die gesamte Gesundheit. Jetzt sammeln wir da unten noch die Sachen ein. Irgendwann im späteren Spiel bekommen wir natürlich auch Taucherausrüstung. Hier braucht man einen Hackebeil, da können wir nichts mit machen, also müssen wir schnell wieder raus und Luft schnappen. So, kann man denn hier noch was bekommen? Hacken, hier, Waschmaschine, hervorragend. Da findet man immer was unten. Stoff und Metallschrott und ein T-Shirt haben wir gefunden. Ofen. Ja, ich habe aber Angst vor der Zeit. Ich gehe wieder hoch. So, das ist also die Beta, die ich jetzt spiele. Die jetzt gestern Abend gekommen ist, und alle, die den anderen normalen Spielstand gespielt haben, müssen nochmal ganz von vorne anfangen oder die alte Version weiterspielen. Und diese Version soll in 3 bis 4 Wochen aufgeschaltet werden als normale offizielle Version. Also hat es schon Sinn, damit anzufangen. Ich habe im Kooperationsmodus angefangen, gestartet, damit auch mal eventuell jemand mitspielen kann, der da Lust zu hat. Das Spiel ist nicht teuer, ist noch im Early Access. So, jetzt gucken wir mal, ob wir uns den Grill bauen können. Haben ja bald wieder Hunger. So, hier ist das Baumenü. Einfacher Grill, uns fehlt noch Metallschrott. Wir brauchen noch mehr von dem Schrott. Gut. Das könnte da sowas sein, so ein Auto.
Ist noch mehr Auto, noch mehr Häuser. Aber da sehen wir schon, da sind auch Haifische. Ja, Hai. So, erstmal wieder Luft holen. Inventar voll. Was haben wir davon? Da müssen wir irgendwas bauen, um uns zu erleichtern. Wir merken uns mal die Ecke. Das ist in Richtung da hinten. Okay. Also man soll auch später noch Hubschrauber fliegen können und Boote kann man auch fahren, müssen wir nur erstmal sowas gefunden haben. So, wie viel Schrott haben wir denn jetzt? Wir müssen schon mal ein paar Erdbeeren essen. Wir haben nur 13 Schrott. So, das können wir vielleicht anziehen. Wenn ich jetzt rechts drauf drücke, ziehen oder verwenden, haben wir schon mal ein T-Shirt, Rüstung plus 1, das ist gut. Ein Armschutz haben wir gefunden, zählt als Handschuhe. Gut. So, dann ziehen wir das mal ins Inventar und mal schauen, ob wir die überlisten können. Die Meldung, wir können nichts mehr sammeln und so. Ne? So ein bisschen überlisten, wir kennen das doch. Ne? So. Ich brauche ja 20 Metallschrott. Da ist ein Auto. Überlistet, genau. Zieh es einfach in die Taskleiste und schon kannst du mehr aufsammeln. Oh, Luft. So, wir sehen gleich, wie der rote Balken weggeht. So, uff. Ja, also die Karte ist sehr groß für alle, die das Spiel noch nicht kennen. Wir befinden uns hier, das ist meine Startinsel. Und jetzt befinden wir uns hier und ja, da kann man allerhand noch erkunden. Man kann einstellen, wie schnell die Sachen respawnen. Man kann auch die Schwierigkeit und, sag ich mal, die Gefährlichkeit der Gegner, die ab und an dann wohl demnächst kommen und auch auf anderen Inseln leben, kann man schwerer einstellen. So, wir bauen jetzt hier erstmal was, damit wir nicht verhungern. Einfachen Grill können wir jetzt bauen. Gucken wir mal, wie der funktioniert. Holz hinzufügen. Holz haben wir. So, dann tun wir mal unser Lebensmittel drauf. Pilze und Krabben haben wir. So, die werden jetzt gekocht.
Derzeit können wir noch ein paar Erdbeeren essen. Schieben wir das wieder zurück. Wunderbar. Währenddessen schauen wir mal, ob wir noch ein paar Lebensmittel finden. Die Bäume scheinen also auch entsprechend zu wachsen und verschiedene Dicken erhalten. Also wenn die dann ganz dick sind, scheinen die wohl am meisten Holz zu haben. Also fällen wir mal nicht so schnell irgendwelche Bäume. Und ich sammle da mal lieber ein bisschen Metallschrott auf. Dann muss der direkt vor meinem Zelt wachsen. Also Erdbeeren finde ich jetzt hier nicht mehr. Ich sehe auch keinen Krebs. Wir spielen auf der Stufe Normal derzeit. Also nichts Besonderes. So einmal um die Insel rum und nichts gefunden. Es gibt hier auch ein Menü. Missionen, wo da so ein, zwei Tipps gegeben werden. Das sollen wir alles so herstellen. Und hier die Karte der Fraktionen, die Plünderer, die Sklavenhändler, die Mutanten. Die sind hier alle irgendwo auf den Inseln drauf und nicht ungefährlich. Die werden uns auch garantiert irgendwann angreifen. So, hier haben wir keinen Krebs mehr gefunden. Unser Nahrungsbalken neigt sich dem Ende. Wir gucken mal, was unser Feuer macht. Wir haben Essen. Haben Nahrung gekriegt. Dann werden wir doch direkt den nächsten grillen. Dann machen wir Pilze. Wie, habe ich nicht mehr Krebse gefangen? Nee. Gummiente. So. Wir brauchen aber auch Wasser. Und ich baue mal unser Podest weiter. Das heißt, wir holen uns jetzt hier noch ein bisschen Metall. Hier ist nichts. Aber ich würde gerne wieder dahin schwimmen, wo ich vorhin respawned bin. So, da wo das Schild ist. Da hatten wir ja irgendwas gefunden. Wir sehen aber auch, dass unsere Lebensenergie immer weniger wird. Die Kondition darunter leidet. Haifisch. War ich ja, glaube ich, hier irgendwo reingetaucht. Irgendwo konnte ich die Sachen nicht sammeln.
Ach, da war ja noch der eine Ofen irgendwo, ne? So, wo ist unsere Insel? Wird auch vermutlich gleich wieder dunkel. Unsere Insel. Da. Ja, uns fehlt irgendwie eine Axt, ne? Es ist schon bald zu tief. Hier war das mit den Kisten. Ach ja, stimmt, die Kisten, die kommen ja immer dann, wenn du im Inventar keinen Platz mehr hast. Und das war gar nichts Besonderes an Materialien, fällt mir jetzt ein. So, Insel. Haben wir alles. Vielleicht da noch kurz gucken. Noch haben wir keinen weiteren Bauplan gefunden. Uns auch langsam wieder um Nahrung kümmern. War jetzt noch eine Etage tiefer? Oh, keine Luft. Es wird auch wieder dunkel. Das heißt, wir gehen mal lieber wieder an Land. Da schwimmt ein Krebs. Wo ist er? Da. Da kreucht noch einer rum. Vielleicht auch bald mal ein Bett bauen.
das mit dem Lagerfeuer habe ich nicht mehr wiedergefunden. Da ist noch ein Krebs. Mit unserer Pikerne. Naja, ist ein einfacher Speer, aber es ist eine Pikerne. Gehe ich mal zurück, weil auf dem Grill liegt ja noch ein bisschen Nahrung. So, noch essen. Also gegrillt. Wo ist der denn? Es scheint also nur sieben Bolzen irgendwie, also sieben Sachen auf einmal zu sammeln. Erdbeeren sind keine mehr da. Wir haben noch gebratene Pilze, sehr gut. Metallschrott, der legt dann 20 Haufen an und dann ist irgendwann vorbei. Ja. So bauen, ein Bett wäre nicht schlecht. Oh, ich glaube, ich werde angegriffen. Da sind Feinde. Welche? Ich habe kaum noch Ausdauer. Zwei? Da muss noch einer irgendwo sein. Ich weiß nur nicht wo. Da kommt er. Er wird direkt begrüßt. Die Pikerne ist schon mal gut. Wir müssen auf jeden Fall einen Verband nehmen. Habe ich. So, alles nehmen. Da haben wir Leder bekommen. Wunderbar. Ist halt nicht schlecht, wenn die Ressourcen zu uns kommen. Ja, kein Problem mit. So, durch die Nahrungszunahme haben wir noch ein bisschen mehr Gesundheit dazu gekriegt. So, ich schaue jetzt mal, ob wir uns ein Bett erstellen können, damit wir uns mal richtig regenerieren. Bett. Können wir. Wir haben also Stoff. Bauen wir. So, dann bauen wir uns hier noch zwei Podeste hin. Um das mal schön abzurunden. Bauen. Aus Metall. So. So, jetzt könnten wir auch gucken, Pfeil und Bogen oder so. Ah, wir haben wieder unser Essen fertig. Direkt den nächsten drauf.
Unsere Rüstung ist beschädigt. So, dann wollen wir mal jetzt schlafen. So, wie wir sehen, haben wir jetzt richtig viel Energie dazu bekommen. Gesundheit ist regeneriert. Wir müssen schnell was trinken. Machen wir eine Limonade. So, geht bald auch weg. Erdbeersamen haben wir. Ich weiß noch nicht, wie wir das damit hinkriegen. So, also Wasser ist wichtig. Müssen wir auch schnell herstellen. Wasser. Wir brauchen sehr wahrscheinlich einen Meereswassereimer. Den stellen wir schon mal her. So, tun wir ins Inventar. Und ja, muss ich mich noch dran gewöhnen an die Sachen, aber es ist ja einfach hier. Einfacher Grill haben wir. Einen einfachen Wasserreiniger, das wäre doch was. Den bauen wir mal. Da brauchen wir Komponenten, Metallschrott haben wir alles da. Jetzt hier ein Wassereimer, ein Wasserdings. Kann die Sachen auch drehen. So, da haben wir Wasser und Ofen direkt zusammenstehen. So, da muss man Wasser trinken. Okay, wir schöpfen mal Wasser. Das habe ich heute früh auch schon mal gemacht. Genau hier, Wasser hinzufügen, Holz hinzufügen. Geht das jetzt nicht? Doch. Überlebt hier. Pfeil und Bogen müssen wir herstellen. Dafür brauchen wir ein Seil. Eine Angel wäre vielleicht auch nicht schlecht. So. Ja.